Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gerne in einer königlichen Beratung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Tja. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Ja. Nun? Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Versöhnlich? Ich hatte Zweifel, was unser Wiedersehen betrifft. Dachte nicht, dass es angenehm werden könnte. Wir haben vor 6 Monaten alles gesagt, was es zu sagen gab. Ich will nicht wieder anfangen. Ich auch nicht. Aber es ist eins, etwas zu sagen, und etwas ganz anderes, es wirklich zu tun. Wir wollten Freunde bleiben. Hoffentlich ändert sich daran nichts. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Es geht ihr gut. Das ist gut. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Der Rattenfänger aus Harmony. Sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. So ist das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Das sehe ich. Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran. Ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Er ist weglaufen sollen. Auf ihn! Von beiden Seiten! Der Schaukerl hat mich angeheuert.
in der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Eingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Töte mich nicht! Guter Herr, bitte! Sie haben mich gezwungen! Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann! Sei nicht wie diese Mörder! Halt den Mund! Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. So geht das. Schon gut. Ich helfe immer gern. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Danke für alles. Bis dann, Triss. Mhm. Bis dann. Wo finde ich dich, wenn ich dich brauche? Ich wohne in den Scherben. Geh den Hügel hinauf, vorbei am Fischmarkt. Schau mal vorbei. Wir sehen uns. Ei, ei. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Okay. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Ja, wenigstens einer. Ist es für den Notfall? Der weiß genau, wie das hier läuft. So, ich habe jetzt schon wieder neue Teile gekriegt. Ist nur im Ansatz denn etwas besser? Ich habe irgendwie das Gefühl, nein. Schade. Das wäre ja schön gewesen. Oh, da, so wollte ich. Ja, da brauchen wir leider noch ein paar mehr. Na, Chemie bin ich jetzt nicht so der Fan von. Naja. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Was war das? Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf!
Oho. Die Puppe. Der Dachboden. Die Puppe. Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Man kommt nicht in den nächsten Raum. Welches Bild denn? Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Welches Bild denn? Stell das bitte hin! Das ist Blut! Nicht verschütten, bitte! Sollten ja auch da. Es muss irgendwo beim Dach. Warte, wobei da ist ein Bild auch. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Das Bild ist nicht gemeint. Ganz genau gucken hier. Kein Bild, kein Bild, kein Bild. Also der Pfeil zeigt nach unten. Rein theoretisch, das muss unten sein. So, auf dieser Ebene muss das sein. Okay.
Für was ist denn die Puppe gut? Gezeichnetes Kinderbett. Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Im Keller könnte einer sein, ne? Hab ich dich erschreckt? Ja, ein wenig. Obwohl ich mit gerechnet habe. Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann? Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, hm? Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Hm. Sarah. Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe.
Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Aber sowas von. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Du hast einen Göttling im Haus, Sarah. Sie ist ganz schön bockig. Ich habe sie in Ruhe gelassen, aber ich fand, ich sollte es dir sagen. Danke für deine Offenheit. Kannst du das Vieh für mich loswerden? Das kannst du selbst. Verbrenn einfach ein paar Kletten im Ofen. Göttlinge hassen den Rauch. Sarah wird das weitersuchen. Gegen eine Bestie führe ich keinen Krieg. Egal, ob sie groß oder klein ist. Scheiß auf den Göttling, scheiß auf das Haus. Ich muss nur einen Trottel finden, der es kauft. Ja. Herr, ich bitte um Entschuldigung. Ich werde es kaufen. Stör mich bitte nicht. Sarah zuliebe würde ich das Haus kaufen. Kann sie da nur drin. Ja, komm dabei mit. Blut nimmst du Ärger? Verschwendeter Atem. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Würde sollen wir anbauen. Sich ist das langweilig. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Ich bin bereit. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu?
Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich, sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, klar. Ja, ich glaube schon. Die mir wie erfahren. Okay. Es war in Riva. Der Zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Willst du noch was hinzufügen? Vielleicht noch eine Erinnerung? Klar, immer. Ja, da ist noch was. Schon gut. Sag mir nicht mehr, als du willst. Ich erledigte einst einen Auftrag. Sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir? Klar, die letzte. Ja. Damit wir wenigstens auch alles wissen. Keine Eile, wir haben Zeit. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigger. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war.
Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Okay. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Auf jeden Fall. So. Ja. Dies war eine weitere Folge von The Witcher 3. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Star.